Hallo YouTube und Anime-Fans da draußen. Heute packen wir wieder einen neuen Anime-DVD aus, und zwar Deadman Wonderland. Hat drei DVDs, ist auf DVD erschienen und ich glaube auch auf Blu-ray, aber ich habe mir die DVD-Fassung gekauft. Veröffentlicht wurde das von Nippon Art. Und ja, Deadman Wonderland habe ich noch nicht gesehen, aber ihr habt mir das ja öfters empfohlen, jetzt habe ich es mir mal gekauft. Es geht um diesen Jungen, glaube ich, der heißt Gunther, und ja, morgens wird wohl seine Klasse getötet von einem Wesen und er wird als Mörder beschuldigt und wird verurteilt, ins Gefängnis zu gehen, in dieses Wonderland, was auch gleichzeitig so eine Art Arena ist, wo die Strafgefangenen gegeneinander kämpfen müssen. Und ja, er kommt da hin und dann steht hier eine blutige Parodie auf das Gefängnis und die Unterhaltungsgesellschaft. Ist gemacht worden bei dem Studio Manglow. Die haben auch Samurai Champloo gemacht. Und ja, es geht um Gunther, der ist 14 Jahre alt, steht hier. Und ja, die DVD hat drei Discs. Das Bild ist 16:9, Sprachen und Ton sind Deutsch Digital, Deutsch Dolby Digital 5.1 und Japanisch Dolby Digital 5.1. Untertitel Deutsch. Laufzeit sind 300 Minuten. Ich habe aber auch gelesen, dass der Anime, beziehungsweise mir wurde auch gesagt, dass der Anime ein paar Fragen offen lässt, die man mit dem Manga beantwortet bekommt. Und ja, dann ist hier noch ein Postkartenset dabei und extra noch OVA, der Typ der roten Klingel. Ja, packen wir das doch mal aus. Hat so einen schönen Schuber. Wie gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, ob es das auf Blu-ray gibt, aber ich denke schon. Also der Anime ist ja noch nicht so alt. Ich glaube, der ist auch erst dieses Jahr erschienen. Und ja, gucken wir uns doch mal an, was da alles drin ist, wenn ich es rauskriege. Erstmal die Postkarten. Und ich finde das immer cool, wenn Nippon Art Postkarten dabei legt. Ja, so sieht der Schuh aus. Dann haben wir hier ein Bild. Ich habe keine Ahnung, wer diese Damen und Herren sind. Ich würde mal sagen Polizistin. Dann haben wir hier diesen Jungen, Gunther hieß der, glaube ich. Ist ab 16 Jahren. Er soll ja brutal sein, aber dann ab 16 Jahren freigegeben. Okay. Dann haben wir hier auch noch ein Bild. Dann haben wir DVD 1. DVD 2 und DVD 3. So, dann lege ich das mal hier so hin. Da habe ich euch alles gezeigt. Dann lege ich das mal so hin und hole mal die Postkarten raus. Und die werde ich euch natürlich jetzt auch vorstellen. Einmal Motiv 1. Also ihr findet ja den, also mit den Leuten, die ich drüber gesprochen habe, ihr findet den Anime sehr gut. Ich lasse mich da jetzt gerne positiv überraschen. Und ja, bevor die Frage kommt, ich werde mir noch die Volume 3 und 4 von Bitoon kaufen, weil ich mag den Anime auch. Das Bild finde ich sehr gut. Und auch den Blue Exorcist Movie werde ich mir noch kaufen. Ich kann euch aber sagen, ich habe mir in der Zeit schon mal die Blue Exorcist DVD Boxen gekauft. Nicht alle neu, ein paar waren gebraucht, aber dafür viel kleines Geld und einen neuen Zustand. Aber ich werde dazu noch ein Video machen. Wenn ich den Movie habe, dann packe ich alles in einem Video aus. Oder stellt euch das auch dann vor. Ja, das waren die Postkarten. Und ja, kennt ihr den Anime? Also die Leute, die das Video jetzt sehen, habt ihr den Anime auch schon mal gesehen oder einen Trailer? Und wenn ja, wie findet ihr den? Der erinnert mich ein bisschen an diesen Arnold Schwarzenegger-Film, ich weiß gerade nicht, wie der heißt, da wo die auch alle in so eine Spielshow kommen, wo sie es wo sie dann ums Überleben kämpfen müssen. Ja, ich würde mich über eure Kommentare und Bewertungen freuen. Hoffe, meinen Anime-Fans unter meinen Abonnenten hat es gefallen und ich würde sagen, lasst einen Kommentar da. Eine Bewertung wäre auch sehr nett und wir sehen uns im nächsten Video und ich weiß jetzt nicht, was es sein wird. Wahrscheinlich wird es ein Video sein, wo ich fünf Wii oder fünf Dreamcast-Spiele vorstellen werde, die ich sehr gut finde, aber die nicht so eine Aufmerksamkeit bekommen habe, beziehungsweise geheimtippt sind. Ja, das war es erstmal von mir. Ich sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und tschüss.